Hallo, ich bin Kai Czonnischwili für das Beat Magazin und in diesem Video geht es um das Thema Drum Replacement. Also beispielsweise habe ich einen Audio Loop gefunden, der total cool klingt, aber die Drums gefallen mir nicht, die will ich austauschen, wie geht das, was muss ich beachten und so weiter. Das erkläre ich in diesem Video. Viel Spaß! Okay, dann starten wir mal. Also, ich habe jetzt hier einen Loop, den ich sehr cool finde, aber die Bassdrum gefällt mir nicht. Die will ich austauschen. Hören wir uns den Loop mal an. Jo, und ich will eigentlich diese Bassdrum hier drin haben. Boom, so eine 808 Bassdrum. So, ja, wie kann man das machen? Hier heißt das Zauberwort Drum Replacement und das ist eigentlich, also manchmal ist es wirklich sehr einfach, man muss nur so ein paar Dinge beachten. Ja, am naheliegendsten ist natürlich, dass ich mir jetzt hier die Stellen raussuche, wo die Bassdrum ist, die ich austauschen will und dass ich die rausschneide. Und das mache ich jetzt mal. Also offensichtlich hier. Ziehe ich das mal nach unten auf eine neue Spur. Hier genauso. Okay, das sind sogar zwei Bassdrums, die will ich austauschen. Ziehe ich das mal nach unten auf eine andere Spur. So, hier auch wieder. So, sagen wir mal, ich bin jetzt damit zufrieden. Nehmen wir mal an, so. Und ich setze jetzt einfach diese Bassdrum hier rein. Mal sehen, wie es klingt. So, Moment, kopiere ich das Ganze mal. So, mal sehen, wie es jetzt klingt. Na, werde ich hier auch mal diese doppelte Bassdrum machen. Das passte vom Groove ganz gut. Naja, und was natürlich auffällt, das klingt irgendwie zurechtgeschnitten. So wie ich es zurechtgeschnitten habe, genauso klingt es. Ja, im nächsten Schritt mache ich jetzt Folgendes. Und zwar diese herausgeschnittenen Teile, die lasse ich drinne. Allerdings filtere ich die tiefen Frequenzen weg, damit die neue Kickdrum an dessen Stelle Platz nimmt. Aber eben diese Soundcharakteristik vom Original noch beibehalten wird. Das heißt, ich nehme jetzt einfach ganz easy einen EQ-Leiser und, na komm, da ist er. Und werde jetzt die tiefen Frequenzen absenken. So, noch ein bisschen mehr. So, mit der Bassdrum zusammen. Das klingt schon mal natürlicher als ohne die herausgeschnittenen Teile. Natürlich hört man jetzt noch so ein paar Klickgeräusche. Das heißt, ich muss jetzt einfach mit Crossfades an den Enden schauen, dass das Ganze auch nicht so klicky klingt. Hier finde ich es okay. Hören wir mal hier am Ende. Na, ich mache hier vorsichtshalber mal hier so einen kleinen Crossfade. Mache ich das auch mal hier am Ende. So, das heißt, jetzt fängt so ein bisschen die Feinarbeit an. Und unten bei den herausgeschnittenen Teilen mache ich das auch. Das heißt, hier mal einen kleinen Crossfade. So, klingt das schon viel angenehmer. Dump, dump. So, auch hier. So, das heißt, ich habe jetzt drei Schritte bislang zum Thema Drum Replacement gemacht. Ich habe die Drums rausgeschnitten und die neue Drum eingefügt. Ich habe dann an den Enden mit Crossfades gearbeitet und ich habe den Equalizer auf die Spur mit den herausgenommenen Drums genommen und einen Hochpassfilter angesetzt, damit ich die tiefen Frequenzen beschneide. So. Bassdrum mache ich ein bisschen leiser. So, und der Clou ist, jetzt muss ich das Ganze einfach verkleben. Das mache ich mit einem Kompressor. Das ist jetzt wirklich so, der letzte Feinschliff. Das heißt, ich nehme hier einfach wieder einen Kompressor von Bitwig, also einen DAW internen. So, und jetzt achte ich darauf, dass die Attack-Zeit nicht zu niedrig ist, weil sonst werden die Transienten mit platt gebügelt und das will ich nicht. Ich will ja diesen Anschlag von der Kickdrum behalten. Deswegen die Attack-Zeit, finde ich, ist hier schon okay eingestellt. So, und dann nehme ich auch eine Ratio von 2. Ich probiere es einfach, vielleicht klingt das genau richtig. Mal schauen. Okay, werde ich auch mal die Lautstärke ein bisschen verringern, dass das mit dem Originalsignal auch von der gleichen Lautstärke hinkommt.
Also so geht Drum Replacement vom Prinzip, beziehungsweise es ist eine Möglichkeit, also einfach die Drums herausschneiden, dann die Teile behalten, mit einem Filter so die Tiefenfrequenzen rausfiltern, neue Drum hinzufügen, das Ganze mit einem Kompressor verkleben und darauf achten, dass die Enden sauber gecrossfaded sind. Super, das war's. Tja, so einfach kann Drum Replacement sein. Aber natürlich hängt das auch echt vom verwendeten Material ab, weil wenn der Audioloop und der neue Drum-Sound, wenn die beiden generell nicht zusammenpassen, dann macht das Drum Replacement auch keinen Sinn. Also man muss wirklich gucken, dass das irgendwie stimmig klingt, dass zum Beispiel die Tonart von der Bassdrum meinetwegen zum Loop passt oder umgekehrt. Ja, sind so Faktoren, woran man ein bisschen drauf achten muss. Aber das Zusammenschnibbeln, Equalizer, Kompressor, das ist ja schnell gemacht. Cool. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Hinterlasst auch Kommentare. Eure Erfahrungen interessieren mich natürlich auch. Also vielleicht sagt ihr auch hier, das ist irgendwie ein bisschen zu simpel und das ist viel komplexer. Lasst es mich wissen. Und abonniert auf jeden Fall auch unseren Kanal, denn es lohnt sich. Es kommen immer regelmäßig neue Videos zum Thema Freeware-Tutorials, Hands-on-Videos und noch viele andere tolle Sachen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.